Hallo zusammen, ich freue mich euch heute wieder zu begrüßen zu einem neuen Video. Ich bin der Markus, der Kölsche Schatzsucher. Ihr seid auf meinem Kanal mit heute dabei. Ich bin wieder mit meinem Deus 2, den ich von www.abenteuer-schatzsuche.de gesponsert bekommen habe. Zuerst mal danke Jochen für dein Sponsoring. Ja, heute bin ich wieder auf einem Acker. Das Wetter lässt es jetzt zurzeit zu. Wir haben ja gute 18 Grad, würde ich mal behaupten. Ist zwar ein bisschen windig, aber dennoch gut zum Suchen. Der Acker ist ein brachliegender Acker. Ich habe schon viele Spuren meiner Sondlerkollegen gefunden. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich werde mein Glück hier versuchen. Ja, ich werde euch gleich zu meinen Einstellungen mitnehmen. Ich habe jetzt mein Handy an, weil viele wissen ja das Problem meiner Akkus mit meiner DJI. Also werde ich die Anmoderation mit meinem Handy machen. Versuche eigentlich nur Aufnahmen mit der DJI zu machen, wenn es um Funde geht. Ja, wir kommen gleich nach meinem Intro zu meinen Einstellungen. Also bis gleich, freut euch drauf. So, ich hoffe, ihr könnt eventuell was sehen. Ich versuche mich ein bisschen so zu drehen, dass man einen guten Einblick auf mein Display hat. Also ich habe schon den Bodenabgleich gemacht, aber kommen wir erstmal dazu, welches Programm ich verwende. Also ich verwende mein Ackerprogramm und das Ackerprogramm habe ich mit dem Werksprogramm General generiert. So, und jetzt gehen wir mal in die Einstellung für euch. Diesmal habe ich eine Reaktionszeit hier von 2,5 gewählt. Normalerweise gehe ich ja gerne mit 2, weil der Deus 2 auch viel schneller in der Signalerkennung ist wie der Deus 1. Aber jetzt habe ich hier, weil hier extrem viel Eisen liegt und meine Kollegen waren hier, ich versuche noch das zu bekommen, was sie übersehen haben. So, die Signalverstärkung ist auf 4, den Disk auf 5, sensitiv auf 96. Ja, ich habe ein Dreitonprogramm gewählt und hoffe jetzt eigentlich auf gute Funde. Ja, aber ich bin jetzt schon mal 10 Minuten so hier über den Acker gelaufen und ich muss euch sagen, wirklich, ey, Fuß an Fuß. Ja gut, wir gehen ja schon, wir haben ja schon Ende März kann man nicht sagen, aber heute ist der 18. Richtig? Ich glaube der 18. oder ist heute der 19. Ja, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall gehen wir schon Richtung Ende März zu. Und die Felder werden jetzt mittlerweile bestellt. Und wir kommen eigentlich nicht mehr so zum Suchen. Okay, aber ich will euch auch nicht lange mit zutexten. Ich melde mich gleich bei meinem ersten Signal wieder. Also bis gleich. So, da bin ich schon mit dem ersten Signal. Ihr könnt das gut hören, sehr laut. Ein 87er Signal. Ich denke mir auch gar nicht tief, das wird jetzt hier sein. Boah, nicht tief zu graben, ich glaube so einen halben Spatenstich reicht. Ja, so schaut's aus. Ihr seid mit dabei. Wir wollen mal gucken. Was das ist, wäre schon optimal, wenn direkt im ersten Signal das wäre. Aber ich glaube, ich habe es schon längst gesehen. Ist ein Granatsplitter. Ja, hätte auch was anderes sein können. Ja, dann melde ich mich gleich beim zweiten Signal wieder. Bis gleich. So. Etwa 10 Meter vom ersten Signal haben wir hier auch
Wieder ein Signal, 1,84, 86, also ja, ziemlich laut, wird ungefähr hier sein. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Ich habe jetzt den Brustgurt an. Ich habe momentan die Kamera nicht am Spaten, weil der Halter mehr gebrochen ist. Aber ich hoffe, ihr seid gut im Bilde. So, draußen haben wir es. Muss ungefähr dabei sein. So, wollen wir mal schauen. Ich hoffe, es ist auch immer schön mit auf der Kamera drauf. Ach, gucken. So, ich hoffe es auf jeden Fall. Ah, ich glaube, das ist doch das hier. Ja. So, nächstes Signal. Wieder etwas aus dem Zweiten Weltkrieg. Das sind hier die, ja, ich sag jetzt mal von den Brandstabbomben, die Splitter. Die korrodieren extrem. Ja, kann man leider nichts machen. Okay, dann melde ich mich gleich beim darauf folgenden Signal wieder bei euch. Bis gleich. So, da bin ich wieder bei einem weiteren Signal. Das ist ein 72er, auch ziemlich laut. Muss jetzt hier in dem Bereich sein, vielleicht auch sogar im Knubbel. Ne, ist noch in der Erde. Okay, aber auch nicht tief grad. Ist draußen, jetzt wird es lauter. Müsste also in dem Bereich sein. So, ich hoffe, ich muss die Kamera immer ein bisschen nachjustieren. Ich hoffe, ihr seid im Bilde. Das muss jetzt hier irgendwo sein. Da haben wir. Und ich glaube, ich sehe es schon rund an einer Ecke. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Hier in dem Bereich wird es sein. Ja, und ich glaube, ja, das ist der erste Volley. Okay, zwei schlechte Signale. Ein gutes Signal. Okay, dann werde ich mich gleich wieder mit dem nächsten von euch machen. Bis gleich. So, nach etwa 40 Metern habe ich zwei Signale gleichzeitig. Ein 69er hier und ein 76er dort. Also fangen wir bei dem kleineren hier an. Das liegt ungefähr hier. Ich hoffe, ihr seid mit wieder im Bilde. Ja, mit dem Brustgurt ist natürlich sehr schwer, weil der ist ja natürlich steif. Und ich hoffe, ihr seht alles gut. Ja, mich fragen ja viele, wie bist du mit dem Deus 2 zufrieden? Also ich kann euch sagen, also ich bin sehr zufrieden, weil für mich sich jetzt hier auch nicht mehr die Frage stellt, habe ich jetzt die richtige Frequenz eingestellt? Ja, mit der Multifrequenz erübrigt sich das. Außer man hat jetzt, sag ich mal, extreme Interferenzen durch Elektrosmog und Störung. Da sollte man natürlich dann wieder auf die Monofrequenz gehen. Aber hier beim Suchen optimaler eigentlich für mich jetzt. Okay, wir schauen mal, was es ist. Ach, wieder die Kamera ein bisschen höher schieben. Ja. So, erstes Signal war hier, könnt ihr sehen, Stück Blei. Okay. Wir haben ja noch ein Signal. Hoffentlich ist das was. Okay. Das ist ja erstmal das Loch zu machen. Euch rate ich auch immer schön, die Löcher zuzumachen, sonst habt ihr hinter Graben im Bauern. So, wo war der zweite? Ach, erstmal ein Pinpointer aus. Hier in dem Haufen. Okay. Kamera wieder nach unten. In dem Haufen. Ist noch im Loch. So. Na? Tiefer. Okay, dann ist es tiefer. So.
Okay, wir gucken mit dem Pinpoint danach, oder das habe ich am Spaten. So, wir gucken jetzt nach. Nehmen den Pinpointer. Ich glaube, dann geht es schneller. So. Also hier muss es mit dabei sein. Also tiefer war. Ich habe es. Was ist es? Ah, ich weiß. Ich glaube, ja, ein Fallusanhänger vom Pferdegeschirr. Ganz vorsichtig drüber. Ja, es ist ein römischer Fallusanhänger. Ich will jetzt auch nicht zu weit darüber reiben. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja. Da ist nur die Öse weggebrochen. Ja, schon mal ein schönes Teil. Okay. Ich hoffe, jetzt jedes rund. Wenn nicht, eben auch nicht. Aber zumindest das erste gute Zeit. Also dann bis zum nächsten Fund. Hier haben wir ein 76er Signal, was aber springt bis hoch auf 90. Ihr hört es, kommt ein bisschen abgehakt an. Aber jetzt wird es stabiler. Ich habe ja ein bisschen weggemacht. So, hier haben wir das ungefähr. Ich hoffe, ihr seht alles. Ich kommentiere ja auch alles. Ich hoffe, hört mich auch jeder gut. So, draußen. Ja. Hier ist ein 94er Signal, ziemlich laut. In dem oberen Haufen. Ich hoffe jetzt, dass man das sehen kann hier in dem Haufen. Ach, und die Münze liegt da. Ich brauchte nur den Knubbel runter zu machen und die Münze ist draußen. Ob es jetzt ein Römer ist, doch ist ein Römer ein Großvolli, würde ich mal behaupten. Ich will jetzt auch nicht da drauf rumreiben, aber es ist ein Großvolli. Es wird also nichts aus dem 18. Jahrhundert sein, aber nach der Substanz, erste Einschätzung. Tot. Tot deswegen, weil das Münzbild wird wohl komplett weg sein. Aber das sehe ich nach der Reinigung und ihr auch. Am Ende des Videos sind ja immer die Zusammenstellungen von mir, wo die Funde dann, ich sag mal, nochmal präsentiert werden. Okay, dann bis gleich zum nächsten Fund. So, ich bewege mich mal Richtung Auto. Hab zwar hier noch ein Signal, aber mein Kumpel, der Unerkannte, wo ich letztens noch nur die Hälfte filmen durfte. Der möchte gerne androgyn bleiben. Genau, der den komischen Ring gefunden hat, der nicht erkannt werden will. Der steht jetzt neben mir. Wir haben hier ein Signal noch, das letzte. Und dann fahren wir auf einen anderen Acker, weil hier kommt nur Schrott. Ja gut, dürft ihr jetzt nicht sehen. Ich habe ja was gefunden, nur es ist nicht nach meinen Erwartungen. Sagen wir es mal so. So, das ist ein 86er Signal, auch wieder was tiefer und dann werden wir uns gleich einem anderen Acker widmen. Aber erst, was tun wir, Daniel, erstmal Kuchen essen. Hab ich jetzt Kuchen gesagt? Wenn wir am anderen Acker angekommen sind, dann machen wir Kaffee und Kuchen. Dann machen wir Kaffee und Kuchenpause. Das habt ihr alle nicht gehört. Wir wollen abnehmen, obwohl ich habe gut abgenommen. Ich bin jetzt wieder auf 77 Kilo, aber das ist Stress momentan. Extremer Stress bei mir. Ich bin auch zu blöd, um zu detektieren. Das ist noch tiefer. Gleich nehme ich auch einen Pinpointer. Oh ne, draußen. 86er, schönes Signal. So, ihr seid mit dabei. 1, 2, 3. Ihr seid dabei, ja. In dem Knubbelchen. So, ihr könnt nicht gucken. Daniel ist auch schon gespannt. In dem. Es ist ein Kälte. Ja, das
Lepkengeld. Lepkengeld. Ja, hör mal, die meisten kennen den Stamm der Lepke nicht. Das ist ein berühmter Stamm, der dieses leptische Bandgeld erfunden hat. Ja, das Bandgeld. Gibt's vor allem im Westen von Köln sehr verbreitet. Ja, genau. Also wer das noch nicht kennt, wird es bald kennenlernen, wenn er selber suchen geht. Der Lepken, der war vor Julius Caesar hier, weit verbreitet. Das leptische Bandgeld, erkennt auch Streifengeld genannt, erkennt man immer dran, dass man das stückeln konnte, sehr gut. Also lasst euch nicht vom Daniel auf den Arm nehmen. Der typische Granatsplitter wieder. Okay, wir werden jetzt zum nächsten Acker fahren. Ich werde euch natürlich jetzt nicht bei jedem Acker sagen, so ich habe hier jetzt den Sens da oder die Einstellungen bleiben dieselben. Nur wenn sich einer denkt, okay, das sieht ja ganz anders aus. Ja, wir sind gleich auf dem anderen Acker. Okay, dann bis nachher. So, wir sind auf dem neuen Acker und ich hätte beinahe schon Dreck angefangen zu graben beim ersten Signal und total vergessen, die Kamera einzuschalten, aber ihr könnt es hören, ich habe nur einen Spaten in die Erde gestochen. Ein 85er Signal, hier muss es bei sein. So. Ist auch tiefer im Boden. Ja, ist gar nicht mal so einfach mehr einen guten freien Acker, oder was heißt einen guten freien Acker, überhaupt einen freien Acker jetzt zu finden. So, wo es Richtung Ende März geht, jetzt wird bei uns auch langsam alles eingesät. So, hier vorne muss es beilegen. So, mal gucken, wann es ist. So, ein bisschen die Kamera wieder. Ne? Ich glaube, dann ist es schon ein Stück Blei. Jo, ein Stück Blei. Da ist da was drauf, eventuell. Immer mal gucken. Ne, aber ein schönes großes Stück Blei haben wir hier. Okay, dann hole ich euch gleich beim nächsten Signal wieder mit dazu. Und ja, mal gucken, ob ich jetzt alle Signale oder alle Funde, die ich mache, im Video drin belasse oder nur noch wie immer auf die guten Funde hinter zum Schluss gehe. Ja, wie gesagt, das seht ihr ja dann im Video. Bis dann. So, da bin ich wieder hier mit einem 68er Signal, sehr stabil. Und mal hier für die Interessierten. Hier haben wir auch noch ein Stück Terra Signata, was hier oben aufliegt. So, dann können wir auch dann, sag ich mal, und ist das vielleicht noch verziert? Ne, das, oder? Ne, also es ist nichts drauf, es ist einfach blank, aber das nennt man Glanzton-Keramik aus der Römerzeit. Ja, hier haben wir noch ein Ziegelbruchstück. Mal gucken, so, hier können wir das sehen. Das ist ein Stück Ziegel und da auch überall. Aber hier haben wir jetzt erstmal das Signal. Dann wollen wir mal gucken, was das ist. Ist auch nicht tief. Also ich brauche nicht tief rein. Man hört es schon von der Lautstärke. Oder? Okay, wir nehmen Pinpointer. Das geht schneller, glaube ich, mit dem Pinpointer, als jetzt hier riesen Löcher zu machen. So, tun wir den Detektor beiseite. Und geben den Pinpointer. Kann man den Pinpointer sehen? Ja. Also hier oben. Okay. Oh, was ist es? Oh ja. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Daniel, ich weiß, glaub, was ich hier gefunden habe. Du glaubst es nicht. Okay. Ich glaube, ich muss erstmal den Handschuh. Ich glaube es, aber ich will jetzt erstmal drüber gucken. Dann. Doch, ja. Das ist ein halber Denar. Ist ja ein neuer Acker, ne? Ein neuer Acker, ja. Ja. Hat uns den eigentlich nochmal verraten, wer war das? Wer uns den Acker mitgeteilt hat. Ja. Derjenige, der uns den verraten hat, ist der, wo wir immer auf seinem Acker was finden. Genau. Und wir wollen nicht sagen, er fängt mit P an und hört mit O auf. Genau. Und die zwei
Mittelbuchstaben. Also der Name besteht aus vier Buchstaben. Aus Pelion, so? Wenn er sieht, was ich hier gefunden habe, dann springt er wieder aus dem Fenster. Echt? Hast du da auch was? Also Daniel hat auch was Tolles gefunden. Ich glaube, wir lassen mal die Kamera an. Wir gehen jetzt mal zum Daniel rüber. Das ist auf jeden Fall ein Denar. Den seht ihr dahinter bei der Fundreihe. Und wir wollen jetzt erstmal gucken, was der Daniel gefunden hat. Dann unser kleiner Freund. Unser kleiner, abgebrochener Italiener. Oh, habe ich jetzt Italiener gesagt? Okay. Das sind jetzt gute 10, 12 Meter bis zum... Ah, er leckt mir am Arsch. Ich habe es auch schon gesehen. Ich glaube, da kriegt uns Pino, glaube ich, Schnappatmung. Wir nennen das... Boah, ist der geil. Also da, vor allem für den Acker nicht schlecht. Na, Leute, für einen Ackerfund, für die, die es nicht kennen, das ist ein römischer Jochaufsatz. Schön. Ich habe den jetzt ja im Video. Jetzt ist das sehr schlecht für Daniel zu beweisen, dass es seiner ist. Das ist mein Fund. Das kann ja gar nicht meiner sein, weil ich ja nicht dabei bin. Achso, ja. Daniel ist gar nicht mit dabei. Ja. Und die Stimme, die ihr hört, ist auch nicht Daniels Stimme. Das ist Markus' gespaltene Persönlichkeit. Hier unten sieht man übrigens die Halterung, mit einem Dorn, das auf dem Holz befestigt wird. Aber genau genommen ist das gar kein Jochaufsatz, sondern nur ein Aufsatz. Nur ein Aufsatz. Weil es kein Joch gibt. Ja, man nennt das ja, weil es, ich sag mal, am Joch dran. Ja, das ist ein Deko-Element. Ja, genau, ein Deko-Element. Ja. Aber da ja Daniel nicht da ist, wüsste ich auch nicht, wem ich das geben sollte. Außerdem habe ich das Blitzdings dabei. Ich blitze dich jetzt weg, mein Freund. Okay, wir reden hier schon viel zu lang. Euch wird das Video zu lang. Wir haben Spaß. Neuer Acker, Denar und sowas. Ja, Glück muss man haben. Aber. Besten Dank. Besten Dank, ja, an den. Also an meine gespaltene Persönlichkeit. Ich packe es jetzt erstmal ein. Bis zum nächsten Fund. So, hier habe ich wieder ein Signal, ein 71er Signal. Ungefähr da, wo der Kreis ist. So, und wir gucken mal, was das ist. Ein 71er Signal, auch nicht tief. So, wir haben es schon draußen. Das ist draußen, also das liegt da oben bei. So. Ah, okay. Ich weiß schon in etwa, was es ist. Wir machen das gleich nur ein bisschen sauber. Das ist ein Lederendstück. Ja, genau, hier. So, das gab es zur Römerzeit, wie es auch bis ins, ja, ich sag jetzt mal, bis ins 18. In das 18. Jahrhundert reinging. Gut, jetzt kann man hiervon sprechen, wir sind hier auf einer römischen Stelle, aber das hat nicht zwingend damit zu tun, dass hier nur römisch liegt. Aber ich denke mir mal, es wird römisch sein. Okay, nach dem Saubermachen weiß ich mehr. Okay, bis gleich zum nächsten. So, da bin ich wieder mit dem nächsten Signal, ein 62er Signal. Schön laut, wird auch nicht tief sein, wird jetzt hier in dem Bereich sein. So, oder? Da draußen ist es, also da oben. Man kann mit dem Deus 2 wirklich auch gut erkennen, ob was ganz oben liegt oder was tiefer drin. Also das sieht man schon, wie stabil die Signale meistens sind schon. Ist eine Münze. Ist das eine Römermünze? Ne. Aber was ist es? Ich weiß. Ach ja, die Zeit würde ich gern zurückdrehen. Eine deutsche D-Mark. Ja, das waren noch Zeiten vor dem Euro. Da hatte man was von seinem Geld. Ja, leider heute nicht mehr mit dem Euro. Ist das denn eine alte? Ja, ich kann es noch nicht erkennen. Auf jeden Fall eine deutsche D-Mark. Okay, dann bis zum nächsten Signal. Bis gleich. So. Ich bin ein bisschen außerhalb der Streuung gegangen, habe hier auch schon wieder Dreckensignal. Ein 87er.
laut, sehr sauber. Mal gucken. Ja, habe ich schon raus? Ja, oder? Ja. So, hier oben haben wir es beiliegen. Ich hoffe, man kann es sehen. Was haben wir da? Ach, wie immer, mein Standardfund meistens. Ach, viele, die meine Videos gucken. Ich weiß nicht, wie viel ich da schon von zu Hause habe. Eine römische Eichel wieder von einem Kästchengriff. Also müsst ihr euch das so vorstellen, für die Neuen unter euch. Das sind die Endstücke an einem Kastengriff. Oder Schubladengriff, wie auch immer. Die unten dran sind. Das ist eine Eichel, also in Form einer Eichel. Gibt es auch als Köpfe. Und die Köpfe, das sind Sielenköpfe, wenn ihr nachschauen mal wollt. Okay. Dann bis zum nächsten Fund. Bis später. So, ein Suchertag ist heute wieder zu Ende gegangen. Daniel und ich haben ein paar schöne Funde gemacht. Es ist aber auch jede Menge Schrott zusammengekommen. Und wie ihr wisst, ich zeige euch auch den Schrott, den man so findet. Also wenn ihr mal so gucken wollt, ich gebe das mal hier aus. Also es ist jede Menge an Müll dazu gekommen. Ich sage euch direkt von Anfang an, ich werde natürlich nur die guten Funde im Video belassen und die Schrottfunde natürlich alle raus. Aber so habt ihr erstmal einen Überblick, dass nicht nur tolle Sachen gefunden werden, auch natürlich eben sehr viel Müll. So, jetzt kommen wir mal hier zu den guten Funden. Also vom allerersten Acker war es dieser, ja, ich sag mal, Pferdegeschirranhänger in Form eines Phallus. Der kleine Volli hier, der ist noch relativ, ja, ich sag jetzt mal relativ schön. Dann natürlich der Großvolli, den ich noch zum Schluss, bevor wir in das Auto gestiegen sind und losgefahren sind, dort gefunden habe. Jetzt hier auf dem neuen Acker war es relativ, ja, wie gesagt, sehr, sehr viel Müll. Aber es kamen ein paar schöne Sachen, wie hier der halbe Denar. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Also das werde ich rausfinden. Dann natürlich hier das Lederende vom römischen Gürtel oder was das ist, oder von so einem Lederriemen. Dann eben hier die römische Eichel von einem Kästchengriff und diese D-Mark. Ja, Daniel hatte ja, wie ihr im Film gesehen habt, den Jochaufsatz gehabt. Ich denke mir, wenn Daniel den gereinigt hat, werde ich den natürlich mit an dem Video mit hinten anhängen. Ja, wir hatten heute viel Spaß, Daniel und ich. Das war wieder seit langem die erste Ackerrunde nach dem langen Winter oder ich sag mal nach den schlechten Tagen. Ja, zum Schluss möchte ich nochmal einen Gruß an meinen Sponsor, den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de senden. Er rüstet mich mit meinem ganzen Equipment aus, mit dem Deus 2. Und ja, euch sage ich ein Dankeschön, die ihr so lang bei mir die Videos schaut. Ja, und alle, die mich eigentlich kennen. Und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Ciao.